Hallo, heute wollen wir uns mit dem Zusammenfassen von Kräften beschäftigen. Und da haben wir eben zwei Möglichkeiten, Kräfte irgendwie zusammenzufassen. Einmal grafisch oder auch rechnerisch. Und das Ganze, das möchte ich versuchen, an einem Beispiel zu erklären, welches nicht zu kompliziert ist. Aber ich stelle mir folgenden Sachverhalt vor: Wenn ich irgendwo einen Gartenzaun habe, der irgendwie eingespannt ist und ich weiß, dass dort Drähte für den Zaun irgendwie festgemacht werden, dann ziehen die in verschiedenen Richtungen, je nachdem, wie das Grundstück eben gestaltet ist. Und wenn ich von oben auf den Gartenzaun drauf schaue, dann stelle ich mir zunächst mal folgenden Sachverhalt vor. Mein eingegrabener Gartenzaun, dort ist er jetzt. Und an diesem Gartenzaun wirken jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Kräfte. Das eine, das ist die Kraft F1. In unserem Fall soll die zum Beispiel 50 Kilo betragen, also 500 Newton umgerechnet. Hallo, heute wollen wir die Kräfte, die wir grafisch zusammengefasst haben, rechnerisch bearbeiten. Und für den Fall, dass unsere Kräfte, wie wir es hier unschwer erkennen können, unter 90 Grad aufeinander liegen, lässt sich das Ganze relativ schnell abarbeiten, denn unter 90 Grad erkennen wir auch hier ein rechtwinkliges Dreieck, das sich letztlich... Hallo, heute wollen wir uns mit dem Zusammen von Kräften befassen, die eben nicht unter 90 Grad aufeinander stehen. Und wir stellen uns mal folgenden Sachverhalt vor. Gegeben wäre jetzt zum Beispiel wieder irgendwo ein eingegrabener Pfahl, an dem wir unsere Kräfte irgendwie anbringen oder einleiten wollen. Und von mir aus sei die eine Kraftrichtung jetzt tatsächlich auch wieder in Nullrichtung. Und wir bleiben mal dabei. Diese Kraft F1 sei zum Beispiel wieder 500 Newton groß. Der Winkel, unter dem sie verläuft, Alpha, sind 0 Grad.